Und jetzt sollte sich dieser Pool hier definitiv schneller füllen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sky Factory 2. Heute, ja, habt ihr schon gerade gesehen, geht es uns mal darum, ein bisschen Mana herzustellen und zu sammeln und so ein bisschen cooles Zeug damit zu machen. Naja, viel cooles Zeug werden wir damit jetzt noch nicht machen können. Lol, ein Living Wood ist einfach verschwunden. Dachte sich, nee, kein Bock. Und ja, wir gehen hier mal schön runter und dann gucken wir mal, was wir letztes Mal gemacht hatten. Ach ja, genau. Die Biodesis, die oben standen, und Living Wood und Living Rock. So, an derselben Stelle mache ich jetzt einfach weiter. Und zwar brauchen wir für Botania jetzt solche magischen Pflanzen. Und das wäre jetzt zum Beispiel die Daybloom. Das ist so die einfachste von allen. Die ist auch nicht schwierig zu machen. Die haben aber alle besondere Eigenschaften. Die Daybloom, die erzeugt nur Mana am Tag. Die Nightbloom nur Nightshade, nur in der Nacht, wenn es dunkel ist. Und die anderen hier, die zum Beispiel hat die Eigenschaft, dass sie nur was produziert oder mehr produziert, wenn sie in der Nähe von Wasser ist. Je mehr Wasser um sie ist, desto mehr produziert sie. Und alle anderen haben nur andere Eigenschaften oder produzieren mehr. So, ich würde aber sagen, beginne erstmal damit ein paar von den einfachen herzustellen. Das heißt, ich brauche ganz viel Yellows, Orange und Light Blue. Das sieht schon mal nach Gelb aus. Orange und Light Blue. Ups, das hier wollte ich nicht. Und dann gucken wir mal. Light Blue, exakt. Dann mache ich mir einfach erstmal ein paar draus. Zack, zack. Und von dem brauche ich jetzt doppelt so viel. Genau. Nebenbei fülle ich oben übrigens auch immer wieder das Living Rock Zeug auf. Denn Living Rock braucht man halt die ganze Zeit über immer wieder. So, außerdem brauche ich wieder Seeds. Und jetzt kann ich hochgehen. Wo ist mein Wassereimer? Da. Gut. So, jetzt kann ich hier wunderschön hochgehen. Immer reinschmeißen. Zwei gelbe, ein orangenes, ein blaues. Dann beginnt ihr so schön rumzuschwirren. Drücke ich Q. Und dann habe ich das. So, zwei gelbe. Eins, eins. Zack. Wasser rein. Zack. Ich will mal gucken, ob man auch mehr nehmen kann. Nee. Obwohl, vielleicht geht's doch. Okay, dann habe ich jetzt halt die Seeds verschwendet. Wenn die einmal da drin sind, kommen die da nämlich nicht mehr raus. Tja, habe ich jetzt Pech gehabt. Gut. Ah, ich find's blöd, dass man nicht hochspringen kann. Also, wieder nehmen. Eins, zwei. Eins, eins. Zack. Zack, zack. Eins, zwei. Eins, eins. Zack. Gut, da haben wir jetzt halt nur vier von dem Daisy Bloom. Nee, Daily. Day Bloom. Daisy Bloom. Und dafür noch ein paar Shards übrig. Ja. Muss ich jetzt halt mitleben. So, und was die machen? Die produzieren Lava. Mana. Und jetzt brauchen wir erstmal, damit wir ordentlich was machen können, eine Living Wood. Ein Living Wood Twin nicht. Sondern einen. Ah, warte, ich brauche mehr davon. Sondern einen Waldzauberstab. Den craftet man. So, dann haben wir die Wand of the Forest. Ja, Waldzauberstab. Und damit können wir jetzt zum Beispiel sehen, wie viel Blumen produzieren. Okay, bei denen jetzt nicht, weil die nichts produzieren. Aber bei den Dayblooms hier sollte man das jetzt schon sehen. Übrigens eine Sache zu den Dayblooms. Die muss man so platzieren, denn diese, die laden sich halt auf mit dem Mana. Aber je enger die aneinander stehen, desto weniger schnell laden sie sich auf. Das heißt, wenn du vier von denen so platzierst wie jetzt, produzieren die mehr als doppelt so viel, als wenn du acht von denen nebeneinander platzierst, also direkt nebeneinander. So, ich habe die jetzt alle schon mal hier aktiviert, Achso, das musst du aktualisieren. Okay, hier sieht man jetzt, wie sich der Status langsam auflädt, unten. Und wenn dieses Zeug, das ist das Mana, was jetzt produziert wird.
Und das müssen wir jetzt rausziehen. Und dafür gibt es auch wieder ein extra Item. Das ist nämlich der Mana Spreader. Mal gucken, wo der hier ist. Ich suche einfach. Mana Spreader. Genau da. Oha, da brauchen wir Gold für. Ich bin mal ganz schnell unten am ME und holen mir mal Gold. Gleich einen ganzen Stack. So. Also nochmal. Mana Spreader. Den hier. Und dann haben wir 3 Stück. Sehr schön. Genauso viel wollte ich mir nämlich machen. Und mit diesen Mana Spreadern können wir jetzt das Mana nehmen. Warte, wir müssen es, glaube ich, hier irgendwie so connecten. Ach so, okay. Der lädt sich auch schon von selbst auf. Ne, lädt er sich von selbst auf? Warte, also ich glaube, man kann ja, den müsste man irgendwie drehen können. Also gucke ich mal, ob ich den irgendwie hier so reindrehen kann. Ne, den kann man nicht drehen, nicht so. Okay. Na gut, vielleicht lädt er sich auch einfach nur so auf, nur halt so langsam, dass man es nicht sieht. Also gönne ich mir einfach mal schon mal diese hier, die jetzt alle Mana so haben. Das sieht man übrigens auch nur, wenn man es in der Hand hat. Und diese nehmen jetzt halt das Mana aus den Pflanzen heraus. Sehr langsam, wie man sieht. Vielleicht produzieren die Pflanzen auch nur zu langsam. Und um das jetzt aufzufangen, brauchen wir so eine Dings. Davon nehme ich mir gleich mal 2. Warum seht ihr gleich? Denn wir brauchen diese hier. Und ich weiß nicht, ob wir auch vielleicht diese brauchen. Nee, eher nicht. Aber die hier auf jeden Fall. Diesen Mana-Pool. So. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber dieser Mana-Pool, auf den muss jetzt dieses Zeug geleitet werden. Also, kann man es mit Shift machen? Ah, mit Shift kannst du, Shift-Rechtsklick kannst du die irgendwie drehen. Lol. Wie ich die gerade einfach gedreht habe. Hallo, ich möchte bitte, dass ihr in diese Richtung zeigt. Hä? Okay. Also GG würde ich sagen, ich habe ihn gerade kaputt gemacht. Nee, keine Ahnung, wo der gerade hin zeigt. Hä? Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass sich ab einer gewissen Stelle einfach nicht mehr drehen lässt. Nun gut, dann platziere ich jetzt halt hier erstmal das hin. Keine Ahnung, dieses Teil hat. Und das lädt sich jetzt mit diesem Teil auf. Eigentlich kann man ja dann auch noch mehrere von Mana Spreaders platzieren. Und die dann darauf drehen, sodass sie halt drauf zeigen. Nur die haben irgendwie gerade keinen Bock auf mich. Wo schießt denn der jetzt sein Mana hin? Ich check das nicht. Naja, jetzt warte ich hier einfach mal, bis das sich ein bisschen mit Mana aufgeladen hat. Und dann können wir dieses Teil hier nehmen. Und, warte mal, müssen wir da erst Wasser reinfüllen? Okay, es braucht Mana. Braucht einfach nur ein bisschen Mana. So, der hier macht auch die ganze Zeit über was. Und dieser Pool, der müsste jetzt eigentlich auch was aufnehmen. Akzepte Mana. Oh. Mir scheint, das würde der nur Mana von Items nehmen. Damit kann ich. Das habe ich noch nie gehört. Wartet mal kurz, ich bin gleich wieder da. Okay, gleich 2 gute Sachen. Einmal habe ich rausgefunden, dass ich das hier überhaupt nicht brauche, weil sich das doch von selbst aus, auflädt. Und ich habe rausgefunden, wie man den drehen kann. Es war schon so, wie ich es dachte. Nur, dass man seine Wand erst umstellen muss, kann man mit Shift-Rechtsklick so machen. Und dann muss man in den Bind-Mode gehen. Jetzt Rechtsklick da drauf, Rechtsklick da drauf. Dann sollte das funktionieren. Und wenn ich jetzt den nehme, also mache ich jetzt erstmal so. Also der funktioniert jetzt erstmal. Jetzt müsste ich den hier da drauf fokussieren können. Exakt. Genauso meinte ich das. Jetzt muss ich leider dieses Teil nochmal abbauen. Denn das wollte ich hier so vorne hinbauen. Genau. Die sind aber alle noch Bind-Mode, das heißt, zack,
Zack. Und zack. Und jetzt sollte sich dieser Pool hier definitiv schneller füllen. Ja gut, die Pflanzen produzieren jetzt halt auch ziemlich wenig. Ich glaube, ich stelle mal noch ein paar mehr von diesen Pflanzen her. Dann merkt ihr auch schon, dass ich in der letzten LOL. Geht das nicht? Was ich in der letzte Folge meinte mit dem, man braucht nur drei Sachen, Blumen, Blumen und Blumen. Alles klar. Ja, warum nicht? Okay, das war irgendwie schon strange. Ja, jetzt wisst ihr, was ich letztes Mal meinte mit den Blumen, Blumen und Blumen. Wir haben bis jetzt irgendwie bereits schon insgesamt 4 Stacks von den normalen Blumen verbraucht und produzieren so unglaublich wenig Mana. Das ist echt schlimm. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich mich wenigstens wieder anmelden auf dem Server. Cool. Okay, wo war ich? Ach ja, genau. Mehr von den Daisy Blooms machen. Also, müssen wir jetzt hier was von den gelben holen. 9 Stück haben wir davon noch. Und 4 von den Shards. Und ich würde sagen, ich nehme erstmal gleich alle. Das heißt, wir brauchen jetzt 11 von den anderen. Na prima. Ich mache gleich alle zu den Shards. Gut, und Seeds. Wo tue ich immer die Seeds hin? Verschwinden die irgendwie immer? So, Seeds, das und das. Und das stelle ich mich einfach hier hin. Und 1, 2, 3, 4, 5. Wasser nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Wasser nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Wasser nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Wasser. Ups. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Wasser nehmen. Und dann haben wir 11 von den Dayblooms, die ich jetzt hier so ein bisschen drumrum platzieren werde. Ich glaube, ich muss die auch noch connecten. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich gucke mal, ob man es machen kann. Wenn ja, dann gehe ich einfach davon aus, dass man das machen muss. Ich gönne mir hier auch mal ein paar Fackeln dazwischen. Ich hoffe, die blockieren da jetzt nichts. Der ist jetzt im Binding Mode. Der ist im Binding Mode, ja. Oder? Ja, Binding Mode. Gut, die sollten das alles machen. Ah, sehr schön. Und da ist jetzt auch das erste Mana drinne. Ihr seht, das lädt sich ziemlich langsam auf. Und jetzt kann ich mir, dieses Becken hier nehmen und da rein droppen. Cool. Und dann habe ich diese wunderschöne Mana-Trommel. Keine Ahnung, Mana-Trommel heißt das, glaube ich, nicht. Aber ja, das ist jetzt die Trommel, dieses Teil, was wir brauchen. Jetzt gucke ich mal bei Botania, was wir als nächstes machen wollen. Botania, jetzt haben wir dieses Teil. Und ja, komm, wir gucken. Wir gucken mal, was wir jetzt machen wollen. Wollen wir sowas hier vielleicht machen? Ja, ihr seht, man braucht dafür was. Und zwar ordentlich was. Boah, hier seht ihr mal, wie viel Mana man braucht. Hier seht ihr, wie viel Mana wir jetzt gerade haben. Das ist vergleichbar mit nichts. Ah, warte mal. Jetzt check. Oh, wir haben die ganze Zeit super viel zu wenig Mana produziert. Das muss nach da. Das muss nach da. Ich musste die doch noch alle connecten. Ach, hab ich mir doch gedacht, verdammt. So. Ups. Die nach da. Das in den. Das in den. Das in den. Jetzt die alle nach da rein. Das, das und das, denn mir war irgendwie so, als würde er sonst immer nur die direkt daneben nehmen. Und jetzt hoffe ich mal, dass die mehr Mana produzieren. So, ansonsten gucke ich mal in Thermonomicum, Lexica Botania, was es da
schöne, was es da für schöne Sachen gibt. Oh. War Energy und Mana. Ach ja, ein was ich auch noch unbedingt mal machen wollte. Ich habe mich ja immer gefragt, was diese Overcrown Seeds von Botania sind, die man manchmal in solchen Lootbags bekommen hat. Ich glaube, ich habe die leider weggeschmissen, aber ich habe es rausgefunden. Denn diese Overcrown Seeds, ja, ich habe sie weggeschmissen, die sorgen dafür, dass alle Mana-Blumen doppelt so schnell produzieren und doppelt so schnell irgendwas machen. Das finde ich mega cool. Ich ärgere mich so, dass ich die weggeworfen habe. So, ich überlege, ob ich diese Sparks mache. Place Powder. Okay. Yellow Mana Petal. Gucke ich mal, wie ich die machen kann. Yellow Mana Petal. Dazu muss ich. Ja, gut, das ist ja easy. Warte, ich glaube, ich muss dafür auch kein Gelb nehmen. Nee, ich kann dafür eine beliebige Farbe nehmen. Das heißt. Ich mache das einfach mal. Ah, der Pool ist nicht voll genug. Ihr seht, das dauert sehr, sehr, sehr lange. Das wird sehr viel mit Karten zu tun haben. Du musst halt wirklich, um den einen Pool einigermaßen schnell zu befüllen, diese komplette Insel mit diesen Teilen voll bauen. Oder die halt richtig gute Blumen machen, was ich aber momentan noch nicht kann. Na gut, dann gucke ich mal, wie man so hier, wie das so mit den Generating Flowers ist. Sendo Flame. It will absorb any irgendwelche Items oder Blöcke dropped. Okay. Okay, also das scheint mir scheint, es würde diese Blume hier einfach so durch Items, die man hindroppt, Mana produzieren. Und in einer gewissen Zeit halt immer die Items nehmen und sozusagen passiv die Items verbrennen. Dann gucken wir mal, was gibt es da noch? Die hier sieht hübsch aus. There comes a point with low generating power. Okay. Also, diese nimmt Lava. Oha, was ist denn das? Rune of Earth. Okay. Und was macht man diese hier? Okay, ich überlege, ob ich vielleicht solche mache. Die produzieren nämlich durch Wasser Mana. Und ja, durch Wasser Mana bekommen ist jetzt schon nicht so mies. Guck nochmal, sie sind alle connected, oder? Wo sieht man das denn? Dayblumen, die haben alle nichts. Die füllen sich hier langsam auf. Warum geben die es nicht alles ab? Das müsste ich da rein connecten. Okay, dann warte ich jetzt einfach mal eine Weile. Sehr schön. Jetzt gehen diese Teile endlich. Dann mache ich erstmal welche von denen. Welch ein Zufall. Ich habe schon welche gemacht. Nur damit wir das jetzt schnell herstellen können. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach mal so ein paar Goldnuggets craften. Und dann kann ich mal gucken. Spark. Hier, diese Teile wollte ich noch haben. Lol, es gibt da verschiedene Farben. Oha. Okay, ich nehme mir erstmal das hier. So. Gönne ich mir eins von. Jetzt will ich mir angucken, wie die aussehen. Die sehen irgendwie so aus, als wären die voll cool. Ich meine, sie sind garantiert vollkommen useless, aber sie sehen bestimmt hübsch aus. Da, hä? Was stand da als Beschreibung? Botania, Sparkles. Das war unter Mystical Items, glaube ich. Nee, dann war das unter hier. Genau. Wie man sie craftet. Place a spark on the top of a Mana Pool. Ah. Okay. Oh, sieht das hübsch aus. Und was macht das jetzt? Keine Ahnung, was macht es? And another on the top of a block that can accept
It will allow for a little bla 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 bla. Okay. Und was macht es jetzt? Okay, ja. Dann habe ich jetzt sowas hier über meinem Mana-Pool schweben. Aber es sieht cool aus, das reicht. Es ist halt garantiert komplett useless, aber es sieht cool aus. Eine Sache, die ich jetzt nur noch gucken will, unter Mystical Items Overgrown sieht, ob man den herstellen kann. Nee, kann man leider nicht, schade. Dann werde ich mich offline einfach mal ein bisschen dran machen und ganz viele Lootbags öffnen, sodass wir dann möglichst viele davon bekommen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.